So, liebe Ruth, liebe Zuhörerinnen hier im Sprachgut-Podcast, ein ganz herzliches und ein sehr fröhliches Willkommen zu dieser Folge. Es wird eine etwas besondere Folge. Es geht natürlich wie immer um die gute Kommunikation, um eine lebensbejahende, eine werteorientierte Kommunikation von Menschen für Menschen. Nur diesmal wird es weniger um Worte gehen, mittelbar natürlich schon, sondern in dieser Folge trauen wir uns tatsächlich auch hier bei Sprachgut in unserem Team hinaus in eine andere Welt. Denn wenn es möglich ist, über Kommunikation zwischen Menschen Brücken zu bauen, dann ist das natürlich auch möglich zwischen Welten. Für alle, die neu hier sind, ich bin Sandra, ich bin eine leidenschaftliche Sprachpionierin und kommunikationsbegeisternde Frau, die sich einfach seit vielen, vielen Jahren wirklich eine bewusste, eine sensibilisierte Kommunikation für Menschen anzubieten und sie ihnen näher zu bringen. Und in dieser Folge widmen wir uns dem Thema Charisma und Ausstrahlung. Wir werden einen ganzen Monat uns mit diesem Thema beschäftigen hier bei Sprachgut. Und ich habe mir diesmal einen Gast eingeladen, eine ganz wunderbare Frau, die, glaube ich, zum Thema Charisma und Ausstrahlung so viel erzählen kann aus einer so ganz anderen, für mich etwas magischen und auch strahlende Welt, nämlich aus der Welt der Mode. Hier im Podcast wird Ruth Heinen mit dabei sein. Liebe Ruth, ich sage dir ganz herzlich willkommen. Hallo, liebe Sandra. Liebe Ruth, du kommst aus einer Welt und du liebst und du gestaltest und du nährst diese Welt als international bekannte Modedesignerin. Und ich bin so glücklich, dass wir dem Thema Kommunikation und Mode diesen Podcast widmen, denn ich glaube, dass Ausdruck, also etwas Charismatisches, was in mir ist, nach außen zu bringen, über Kleidung, über Farben, über Materialien, ja, noch besonders strahlen kann oder eben auch nicht, ich weiß es nicht. Ich freue mich sehr, dass du diese Folge mit uns teilst und erzähl einfach mal ein bisschen was zu dir und zu deiner Welt, sodass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine Idee davon bekommen, was sie in dieser Folge lernen oder auch einfach hören und sich inspirieren lassen dürfen. Ja, hallo liebe Sandra. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Finde ich total schön, auch dieses Thema, was du da hast. Die Kommunikation noch in verschiedene Themenbereiche zu unterteilen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ja, das ist richtig. Ich stehe für Mode. Ich bin Modedesignerin, habe mein Label Rita Lagune 2001 gegründet und liebe es, Frauen schön zu machen, und zwar am liebsten mit schönen Kleidern. Das können natürlich auch einfach mal schöne bestickte Oberteilchen sein, die man so im Alltag tragen kann, oder natürlich auch ein toller Businessanzug oder einfach ein Street-Couture-Outfit. Ja, also ich liebe Mode und aber auch alles, was mit Kunst, Gestaltung und Schönheit zusammenhängt. Und jede Frau ist für mich grundsätzlich schon einmal schön. Und meinen Job sehe ich eher darin, diese Schönheit noch einmal mehr zum Strahlen zu bringen. Ihr Charisma, genau unser heutiges Thema, nach außen zu tragen. Ich möchte, dass sie sich wohlfühlt in den Sachen, die ich für sie kreiere oder die sie einfach auch trägt. Ich helfe ihr dabei, so ein Stück weit mehr in Kontakt mit sich zu kommen, vielleicht auch ihre Garderobe so ein bisschen neu zu erfinden, neu zu gestalten, wenn sie sich jetzt einfach mal neu definieren möchte. Ich mache das schon seit über 20 Jahren, aber selbstständig mit meinem eigenen Label seit 2001. Und Menschen sind einfach grundsätzlich auch meine Leidenschaft. Und diese Kommunikation zwischen diesen beiden Dingen, das heißt zwischen der Mode und dem Menschen und seinem Charakter selbst und dem Wesen der Frau, das finde ich immer wieder spannend, immer wieder unglaublich inspirierend. Und das treibt mich auch an, das treibt mich an, meine Kreativität immer wieder weiterzuentwickeln, auch über das Feedback, das ich natürlich in der Kommunikation mit meiner Kundin erhalte. Das ist für mich sehr, sehr wichtig.
Wir können ja den Zuhörerinnen und den Zuhörern hier mal verraten, wie wir uns auch kennengelernt haben, denn das war ja auch ein bisschen mystisch, denn wir haben uns auf einem sehr großen Event in Österreich wirklich zufällig getroffen, weil ich bei diesem Event, da gab es sehr, sehr viele Bücher in so einer Pause zu kaufen und Karten und sowas, eher danach geschaut habe, ob irgendjemand da ist, der ein Textil, also ein schönes Tuch oder sowas im Angebot hat. Und tatsächlich habe ich nichts gefunden, außer dich. Und du warst so ein bisschen versteckt und du hattest ein paar Shirts dabei. Und ich war so angetan von diesen Shirts, aber natürlich auch von der Begegnung mit dir, weil ich dachte, Mensch, das ist eine Frau, die hat tatsächlich Charisma. Also für mich, das ist ja so ein Gefühl, Charisma, finde ich. Das ist ein Gefühl, ob ich jemanden als strahlend empfinde oder als authentisch empfinde oder ja irgendwie auch interessant finde. Und das war tatsächlich so bei dir und so habe ich auch ganz viel Lust bekommen auf diese Art der Mode, die du anbietest. Und was mir wirklich nicht klar war, bis dahin auch, dass Kommunikation und Kleidung ein ganz wichtiger Aspekt ist, um meine Ausstrahlung, also das, was ich innen habe, auch nach außen sichtbar zu machen. Und ich finde schon, dass die Modewelt immer wieder mal sehr oberflächlich erscheint oder ja, weiß ich nicht, auch auf Profit oder Marke oder Formen und Maße und sowas ausgelegt ist. Das habe ich bei dir so gar nicht. Was inspiriert dich denn als Designerin? Und du bist ja immerhin international bekannt. Also da habe ich großen Respekt vor. Was unterscheidet dich in deiner Art des Modedesigns von diesem, wo man so sagt, naja, gut, Hauptsache es kostet viel oder es ist irgendeine Marke drauf oder so? Naja, grundsätzlich, und da muss ich vielleicht auch ein paar von den anderen Designern in Schutz nehmen, entsteht ein kreatives Produkt auch immer aus dem Herzen des Kreierenden, wie zum Beispiel bei mir. Also das ist für mich ja eine Inspiration, ein Herzenswunsch, da etwas Schönes zu erschaffen. Für mich ist das wie ein göttlicher Funke, der einfach in eine Form gegossen wird. Und ich glaube, dass das bei sehr vielen Kreativen so ist, sei es auch ein Grafikdesigner, ein Bildhauer, ein Maler oder eben bei mir als Modedesignerin. Also mich treibt diese Leidenschaft an, etwas zu erschaffen. Und ganz besonders, wie ich schon eben einmal kurz angedeutet habe, inspiriert mich natürlich auch der Mensch. Inspiriert mich die Schönheit einer jeden Frau, die jede Frau hat. Ich entwerfe am Rande auch ab und zu mal was für Männer, so ist es nicht, aber die Frau steht schon bei mir im Zentrum. Und da finde ich das sehr, sehr schön, sie noch schöner zu machen. Und wie gesagt, auch ein bisschen in Kontakt mit sich zu bringen und mit dem, was sie gerade aus sich erschaffen möchte. Das ist jetzt schon mal die Grundidee dahinter. Und natürlich die Freude am Erschaffen an sich, etwas Schönes zu schaffen mit Stoffen, mit Farben, mit Flächen, mit Materialien. Etwas zu gestalten, etwas Neues vor allen Dingen. Also mich hat immer inspiriert, etwas zu kreieren, was vielleicht so vorher noch nicht da war. Natürlich erfinde ich nicht die Hose neu, das Kleid neu oder die Jacke neu, aber trotzdem ist es doch irgendwie etwas anderes. Eine neue Farbkombination, neue Materialkombination oder eben besonders schön strahlend, wie auch immer. Also man entdeckt immer wieder in der Mode eine neue Art, einen neuen Trend, ein neues Flair, was man jetzt auch anziehen kann. Das heißt, man schafft eine neue Symbiose und Synthese mit sich als Wesen, als Person und strahlt dann eben auf eine neue Art und Weise hier auf dem Planeten etwas aus, was vorher eben so noch nicht da war. Und nochmal kurz zurück zu diesem oberflächlich. Also Mode ist für mich persönlich natürlich nicht oberflächlich, weil ich da viel mehr darin sehe.
Das heißt, ich kann unheimlich viel damit ausdrücken, ich kann damit spielen, ich kann bestimmte Charakterzüge von mir dadurch unterstreichen oder auch verdecken, ich kann mich verändern. Also es ist ein breites Spektrum, was ich damit sozusagen in meine Persönlichkeit integrieren kann. Ich kann in Kommunikation mit dem Außen treten über das, was ich anziehe. Und für mich persönlich ist Mode auch eine Art von Philosophie. Es ist auch Psychologie. Weil ich sozusagen in das Wesen, mit dem Wesen in Kontakt trete, des Menschen, der jetzt eben die Mode trägt. Und Mode hat ja auch auf die Psyche, zum Teil auch über die Farben, eine ganz besondere Auswirkung. Also Mode kann glücklich machen, die Farbe kann so ein bisschen die Lebensfreude anregen, die Farbe kann mich erden, die kann mich offener machen, die kann mich kommunikativer machen, weil das wirkt alles auf unser Energiefeld. Das ist eben auch eine bewiesene Sache in der Farbtherapie. Und ich kann das eben bewusst für mich einsetzen. Naja, und dieser andere Aspekt, den du gerade erwähnt hast, zum Beispiel dieser Markenfetischismus. Klar, da wird die Mode ganz anders betrachtet. Da ist es manchmal so, dass ein bestimmter Wert über den Wert und den Preis einer Marke demjenigen übergestülpt werden möchte. Oder man möchte sich sozusagen mit dem Wert, den das Außen einer Marke darstellt, auch ein bisschen wertiger darstellen. Ist ja gar nicht so gegen einzuwenden. Das ist auch sicherlich nicht alles. Ich will das auch gar nicht verurteilen. Aber da ist natürlich auch ein bisschen Vorsicht geboten, ne? Weil jeder Mensch hat ja seinen eigenen Wert, braucht an sich sowas nicht. Aber manche wünschen sich das, die finden eine Marke einfach cool oder geil. Und da ist es natürlich auch die Psychologie, die Marke rüberbringt, zum Beispiel etwas Bestimmtes zu verkörpern. Und da sind wir schon wieder in der Kommunikation und in dem Gefühl und in dem, Charisma vielleicht auch einer Marke. Was bedeutet die Marke für mich? Und möchte ich davon ein Stückchen haben? Auch Marken können das sozusagen. Das kann nicht nur ein gestaltetes Objekt, sondern auch das Image einer Marke. Ich habe gerade einen ganz interessanten Gedanken, den ich so noch gar nicht hatte. Also ich kenne das natürlich auch, eine bestimmte Marke, die so was Bestimmtes in mir anspricht. Mhm. Also ob es jetzt eher was Natürliches ist oder eher was Modernes oder eher was Weibliches, wie auch immer. Nur es ist ja ein Aspekt, den ich mir von außen hole. Und beim Charisma und bei der Ausstrahlung, das, was wir in diesem Monat ja tatsächlich auch so ein bisschen durchleuchten wollen, da geht es doch eher darum, was für Aspekte habe ich denn in mir, die ich in mir zum Leben erwecken möchte und dann vielleicht durch die Art, weiß ich nicht, der Kleidung, der Farben, der Materialien unterstreichen möchte oder auch zum Ausdruck bringen möchte. Das finde ich einen ganz spannenden Gedanken. Und ich erinnere mich auch, Ruth, als wir uns das erste Mal tatsächlich nach unserem Event dann nochmal getroffen haben, sind wir zusammen Spargel essen gegangen. Wir haben uns vorher bei dir im Atelier getroffen und ich werde nie vergessen, wie ich in dein Atelier reinkam. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer gerade mal, das ist wirklich ein Ereignis. Also wenn man sonst nicht so vertraut ist mit so einer Welt. Ich war so beeindruckt davon, da hingen natürlich wunderschöne Kleider. Ich hatte aber das Gefühl, das sind gar keine Kleider, sondern das sind Wesen, also so lebendige, weiß ich nicht. Also so, ich habe einfach gemerkt, in diesem Raum, da schwingt was mit. Und ich glaube, das ist es, was du gerade sagst. Da fließt natürlich Herz rein. Da fließt so viel auch von dir als Schafferin wahrscheinlich rein, was dann spürbar ist und was dann auch die Trägerin oder die sagt, das passt jetzt zu mir oder das entspricht mir oder so, dann eben auch ein Stück weit wieder weiterstrahlen lässt. Und das ist etwas, glaube ich, wo Menschen ganz wenig dran denken, wenn sie halt was anziehen. Und letztendlich bringe ich doch insbesondere Emotionen zum Ausdruck. Stimmt das so? Ja, auf jeden Fall, Sandra. Also ein Kleidungsstück ist ja in gewisser Weise ein Werk. Das wird erschaffen mit einer bestimmten Intention und meine Intention ist bei der Kleidung natürlich auch immer der Mensch. Wie wirkt das auf die Trägerin? Was kann eine Trägerin dann damit für sich wiederum
aus ihrem Selbst machen? Was kann sie ausdrücken? Wie kann sie wirken? Ja, das heißt, da wird schon einem Gegenstand, also etwas Physischem, wird da einfach auch Leben eingehaucht mit diesen Gedanken, die damit einfließen, ne, und mit diesen Intentionen beziehungsweise mit diesen kreativen Kräften, die da wirken. Ja, und du hast absolut recht, die Emotion ist sehr, sehr wichtig. Also man kann mit der Mode seine eigenen Emotionen tatsächlich erheben, ne, beeinflussen. Man kann sich mit Mode schützen, wenn man das möchte. Also wenn man zum Beispiel sich vielleicht jetzt so ein bisschen einigeln möchte, dann kennt man ja sicherlich, kennt ihr das alle aus dem Winter, dann trägt man vielleicht eher schwarz und dunkle Farben, verhüllt sich, klar, weil es auch kalt ist. Da ist man dann eher so ein bisschen zurückgezogen, vielleicht aber auch geschützt. Und im Sommer möchte man dann doch mehr aus sich rausgehen oder vielleicht auch bei einem schönen Date möchte man strahlen, möchte man was vielleicht Erotisches anziehen. Ja, vielleicht nicht beim ersten Date, aber dann so nach dem dritten, vierten Date vielleicht. Ja, ja, und das hörte ich, glaube ich, schon auch. Richtig, absolut. Absolut, man kann so ein bisschen enthüllen, man kann verdecken, man kann aber auch mit Glitzern spielen, man kann bestimmte Körperteile so ein bisschen einen Akzent draufsetzen und wenn man mit bestimmten Sachen an sich eben total zufrieden ist, kann man die zeigen, zum Beispiel eine tolle Schulterpartie betonen oder schöne Arme, ein schönes Dekolleté oder tolle Beine und da kann man eben unheimlich toll mitspielen. Da ist die Mode ein tolles Medium. Man kann natürlich auch stark wirken, zum Beispiel, wenn man jetzt ein wichtiges Jobgespräch hat. Und je nachdem, wer eben vielleicht der Gesprächspartner ist, dann kann man ein bisschen lässiger wirken, kann man autoritär wirken oder ich sag mal, ja, bossy. Ne? Das ist eben alles noch ganz offen. Oder eben kommunikativ, sozial. Auch da kann man mit der Mode unterstreichen und unterstützend bewirken. Also tatsächlich habe ich ja durch dich die Idee entwickelt, wenn ich Vorträge halte oder in Seminaren bin, sicherlich aber, wenn ich auf größeren Bühnen bin, meinen Vortragstitel mit deiner Mode zu kombinieren. Mhm. Und das fand ich ein extrem spannendes Erlebnis, und ich erinnere mich an einen Vortrag, der hatte den Titel "Ich bin dein Patient, bitte sprich menschlich mit mir", dass ich auf die Idee kam, dich anzurufen, zu sagen, Mensch Ruth, ich habe den und den Auftrag mit dem und dem Titel, hast du dafür ein schönes Bühnenoutfit? Mhm. Und ich weiß noch, wie du spontan zu mir gesagt hast, ja klar, Sandra, dann nimmst du ein Kleid aus der KISS-Kollektion. Ich erinnere mich noch, ja. Wie bitte? So, und um allen, die da jetzt zuhören, einfach eine Idee zu geben, dieses Kleid aus der KISS-Kollektion wurde tatsächlich mein Bühnenoutfit, denn auf diesem Kleid waren so knallrote Münder aufgenäht. Und ich habe dann gedacht, okay, wie passt es zu meinem Titel? Und ich hatte eben zwei Gedanken dazu. Und ich glaube, darum geht es dir auch gerade, das zum Ausdruck bringen. Das eine war nämlich, ich bin dein Patient, bitte sprich menschlich mit mir, also sprich, dass der Mund zum Sprechen und menschlich der Kussmund mit der Zuneigung oder der Liebe oder auch der Menschlichkeit, was dieses Symbol Mund für mich dann einfach symbolisiert hat. Und ich habe wirklich auf der Bühne gemerkt, wie mich meine innere natürlich Vorbereitung für dieses Thema und meine innere Begeisterung und eigene Leidenschaft mit dem Outfit außen hervorragend zum einen präsentiert hat, aber auch getragen hat ein Stück weit. Und ich bin früher nie auf die Idee gekommen, dass Kleidung so eine hohe Kommunikationskraft tatsächlich für mich haben kann. Ja, das hört sich sehr interessant an. Ja, Mode ist schlichtweg Kommunikation. Mode ist die Hülle, mit der wir nach außen gehen, die aber wirklich eine Synthese
in Synthese tritt mit dem, was wir wirklich sind. Und das heißt, bewege ich mich in einem Outfit, in einer Mode, in einem Geschmeide, in einem Stoff, werde ich eins damit und wirke ich damit. Ich wirke natürlich auch sehr stark über die Augen, darüber strahle ich, da bekommt man Kontakt zu meinem wahren Sein, zu meiner Seele, aber auch über die Stimme. Und in den Bewegungen, in der Mimik, aber auch durch die Kleidung und die Farben, die ich trage, wird das sehr stark in der Visualität beeinflusst, eben auch unterstützt. Manchmal kann es auch das Gegenteil bewirken. Und du hast eben ein Outfit gewählt, was deiner Intention damals entsprach. Du wolltest eben die Kommunikation betonen, du wolltest aber auch diese Liebe betonen, die dann wirklich für dich über diese Münder zum Ausdruck gebracht wird und natürlich auch über ein Stück, das vielleicht ein bisschen anders ist. Vielleicht wolltest du auch die Menschen etwas aufrütteln, indem wir sie etwas Ungewohntes sehen und sagen, hey, sprich menschlich, ne? Und eben dadurch, dass du dich selber auch zu einem Kunstwerk auf der Bühne gemacht hast mit deinen tollen charismatischen Worten, hast du eben die Menschen noch stärker berührt. Und das ist das Tolle an Mode. Auch Mode kann über ihre visuelle Kraft, über ihren Ausdruck noch mehr berühren. Es ist wie, schaust du dir einen Film ohne Ton an, dann siehst du die Bilder, aber schalte jetzt einmal die Musik dazu an und spüre, wie viel stärker die Kraft ist. Oder höre nur einen Ton an, ne? Etwas, und schalte dann ein Bild dazu. Wow, ist die Kraft nochmal verdoppelt. Also diese Kraft hat eben auch die Mode. Das ist total schön, wie du das sagst. Ich kann sagen, dass es mich auch ein bisschen Mut gekostet hat damals. Es war auch ein bisschen frech, ja, also ja, auf die Bühne zu gehen. Aber im Gesamtkontext hat es ganz viele Dinge ausgelöst. Also zum einen wurde ich ab diesem Auftritt tatsächlich mit Outfit gebucht. Das fand ich ganz witzig. Großartig. Es ist aber auch tatsächlich der meistgeklickte Vortrag auf Video auf YouTube, also für alle, die sich das nochmal angucken wollen. Und ich glaube, dass es in der Kombination schon auch inhaltlich was bewirkt hat. Für zum Mut fassen, das war jetzt gerade ein Gedanke von mir, Kleidung zu wählen, um mutiger zu sein oder vielleicht auch einen neuen Aspekt in mir zum Ausdruck zu bringen, würde dann ja auch bedeuten, wenn ich mich, also viele sagen, Authentizität ist so das, wie ich denke, wie ich bin. Ich glaube aber, und das merken wir auch immer in den Kommunikationstrainings, wenn ich zum Beispiel andere Worte anbiete, wenn ich jetzt jemandem sage, wie oft sagst du besonnen oder sanft oder angenehm zum Beispiel, dann sind schon manche Menschen ein bisschen irritiert und sagen, nee, sowas sage ich eigentlich nicht, das ist ja auch ein bisschen altmodisch und so. Und wir ermutigen oft, es mal auszuprobieren, an der richtigen Stelle, am richtigen Ort, mit dem stimmigen Gesprächspartner, um einen anderen Aspekt in sich zum Klingen zu bringen, wie Empathie oder was Feinfühliges. So stelle ich es mir gerade mit der Mode vor. Ich kann ja auch ein Kleidungsstück wählen und es kann ja auch ein Shirt sein oder einfach, weiß ich nicht, um einen Aspekt in mir, den ich vielleicht gar nicht so lebe und der dennoch in mir angelegt ist, zum Strahlen zu bringen. Ja, genau das ist das ja auch, Sandra, was ich sehr viel mit den Kunden mache, die zu mir kommen. Weil da ist es oft so, dass ein bestimmter Aspekt aus dem Wesen so ein bisschen verschüttet ist. Sei es auch nur, wenn man wirklich sehr viele Jahre eben schon sehr viel Stress hatte im Beruf und vielleicht auch auf Reisen war und deshalb eben eine bestimmte Garderobe sich zusammengestellt hat, die funktioniert, die sogenannte, heutzutage nennt man das Kapsül Collection, also so, ne, wie dieses Innere, der innere Kern einer Basisgarderobe. Und manchmal vergisst man aber dann doch so ein paar spannendere Elemente damit reinzubringen, weil es eben in der Schlichtheit doch am besten funktioniert, zwei, drei verschiedene Farben, seien es auch nur Schwarz, Weiß und Grautöne und das war's. Da geht oft ein Stück der Weiblichkeit verloren und du hast recht, es gehört auf jeden Fall auch ab und zu mal Mut zu, dieses Muster wieder aufzubrechen und zu sagen, ach Mensch, wer bin ich denn eigentlich?
bin ich denn nur das? Bin ich nur schwarz, weiß und grau? Ja, genau. Natürlich nicht. Ich bin so viele Farben. Jede Frau hat so viele Farben. Jede Frau hat ein riesiges Farbspektrum. Alleine auch aus ihrer Typologie, was ich sogar schon sehen kann, wenn ich sie nicht kenne, alleine von ihrem Aussehen her, weißt du, die Haarfarbe, die Augenfarbe, der Hautton, da hat jede Frau so viele Farbmöglichkeiten, ihr Wesen zum Strahlen zu bringen, ihre Schönheit zu betonen und so, die ihr alle stehen. Mhm. Und manche wissen es gar nicht, manche sind auch noch niemals darauf aufmerksam gemacht worden. Und genauso wie du Worte anbietest, bieten wir dann hier, wenn jemand zu uns kommt, eben die entsprechenden Farben an oder auch Formen an und Möglichkeiten von Stoffen. Ja, das ist dann eine neue Welt, in die man reintauchen kann. Und hier kann man sich neu entdecken. Wenn man allerdings schon jahrelang eben eine ganz bestimmte Garderobe bevorzugt hat, dann ist das so ein Weg. Ne? Dann geht man ein Schrittchen, dann integriert man vielleicht mal ein schönes Shirt unter dem Outfit oder passend zum Outfit, vielleicht auch, was man erstmal so als schillerndes Shirt, das ein bisschen die Weiblichkeit betont oder die Extravaganz, je nachdem, was für ein Typ das ist. Oder eine bestimmte Farbe, die ein bisschen hübscher macht, ein tolles Rot, was einen lebendiger und leidenschaftlicher aussehen lässt. Und ja, auch da sind wir bei der Psychologie ganz, ganz schnell weit vorne. Man kann zum Beispiel dadurch einen bestimmten Charakterzug ins Leben einladen. Das heißt, manche Menschen fühlen sich ja gerade heutzutage auch sehr energielos. Und wenn du ein Rot in die Garderobe integrierst, dann wirst du viel mehr Energie fühlen, wenn du das öfter mal trägst. Das ist sehr erstaunlich. Also man kann mit Mode auch richtig arbeiten. Und letztlich, recreate yourself, kannst du damit deiner Vision dienen. Also zum Beispiel kannst du dich einfach neu erschaffen. Geht nicht von heute auf morgen. Oder es kostet Mut, das ist auch okay. Manche schaffen das von heute auf morgen. Wenn sie sagen, wow, ich habe eine Vision von mir, die bin ich auch, die will ich jetzt einfach mal leben. Zum Beispiel manche machen das ja auch mal Karneval oder Halloween oder was weiß ich, im Urlaub sind sie plötzlich ganz anders leben, Teil von sich, den sie sonst gar nicht leben würden. Aber wir können das tatsächlich jetzt hier ins Leben integrieren. Wir können das wählen und das steht jedem Einzelnen zu. Also wir haben alle die Möglichkeit dazu und das muss auch nicht viel Geld kosten. Man kann eben mit einem kleinen Teilchen anfangen und das langsam aufstocken und eben die Garderobe dadurch verschönern und eben auch sein Selbst, ne, lebendiger, schöner, glücklicher gestalten, also wie man es eben möchte. Auch so, ne? Bitte? Also ein bisschen bunter auch so. Oder bunter. Ich grinse so vor mich hin, ja, das sieht ja keiner jetzt hier im Podcast, aber ich hatte ganz viele Bilder. Ich erinnere mich, als ich das erste Mal zu dir ins Atelier kam, hast du mich vor so einen großen Spiegel gestellt, ja, und hast mit einem Stoffballen, ich betone, mit einem Stoffballen mir Stoff am Körper drapiert, so dass ich das Gefühl hatte, ich habe schon ein Kleid an. Also da hast du wahrscheinlich mit deinem Designer-Auge natürlich Material, Farbe, Typ, wie ich gestimmt war an dem Tag und so geguckt. Es hat mich sehr beeindruckt und ich glaube, Mode ist auch eine Möglichkeit. Ich glaube, durch Corona sind wir jetzt alle so ein bisschen in uns gegangen so und haben vielleicht auch mal ein paar Dinge in uns aufgeräumt oder ein bisschen aussortiert. Und dieses Kindliche, das Neugierige, das Lebendige kommt ja in unserer, ich sag mal, in unserem Alltag immer wieder mal ein bisschen zu kurz. Und ich glaube, mit der Mode kann ich mich ja dann auch mal in was anderes getrauen. Ne? Und naja, Komfortzone ist schön, aber was Neues erleben tue ich ja nur außerhalb der Komfortzone. Und ich glaube, das kann man mit dir auch gut machen. Also jemand, der mich inspiriert, der jetzt nicht unbedingt etwas oder jemand anderen aus mir machen will, so wie in der Kommunikation oft Menschen zu uns sagen, ja, Frau Mainz, aber so bin ich nicht, so rede ich nicht. Und ich sage, nee, so reden Sie bisher nicht. Und guck doch einfach mal, ob du einen Aspekt in dir entwickeln möchtest, der halt jetzt zu deiner Lebensphase oder zu deiner Situation oder zu deinem Projekt oder zu deinem Gesprächspartner passt. Und genau das kann ich ja auch in Kleidung transportieren, richtig?
Also wie ich eben schon sagte, klar, Kleidung hat so viele Möglichkeiten für dich als Person, für dich in deinem Wirken in der Welt, für das, was du gerne sein möchtest. Und so wie mit den Worten, kannst du es auch in der Kleidung wählen. Das heißt, erschaffe erstmal eine Vision von dir selbst. Wie bist du denn jetzt in dem Augenblick? Wer bist du wirklich? Und wie du gerade schon richtig sagtest, durch Corona haben wir natürlich auch sehr viel Muße gehabt, so ein bisschen über uns nachzudenken, in Kontakt mit uns zu kommen, zu fühlen, wer bin ich in meinem tiefsten Wesenskern? Und ich habe auch durch viele meiner Freunde gehört, dass sie tatsächlich da nochmal in die Tiefe gegangen sind und dass das auch eine der Chancen unserer jetzigen Zeit ist und war, einfach nochmal neu zu definieren, wer bin ich, was fühle ich, wo war ich bis jetzt, wer war ich, stimmt das noch für mich? Möchte ich vielleicht einen neuen Teil von mir leben, vielleicht einen Teil, den ich jetzt neu entdeckt habe oder der verschüttet war, der ich als Kind war, oder möchte ich mich neu erschaffen, will ich mich ganz neu erschaffen, was Neues ausprobieren? Und da kann ich auf jeden Fall mit Mode, aber auch mit vielen anderen Gestaltungs- und Gedankenelementen und auch Worten, kann ich da den ersten Schritt machen. Also als erstes würde ich vorschlagen, erschaff einfach, komm erstmal zu dir, guck, wer bist du? Guck, was möchtest du nicht mehr? Und was möchtest du stattdessen? Was möchtest du in dein Leben einladen? Und da können wir auf jeden Fall mit der Mode auf jeden Fall unterstützend wirken und etwas, was dem entspricht, mal anziehen oder einfach mal recherchieren, was könnte das denn sein, was diesem Gefühl entspricht. Ja, und dann gibt es natürlich so ein Gesamtbild, vielleicht hätte ich gerne eine neue Frisur, vielleicht will ich mal sowas ausprobieren, neues Make-up, ich will vielleicht die Nägel anders tragen, wenn ich jetzt ins Detail gehe, ich möchte vielleicht ein neues Land entdecken, wo ich in diese Energien mehr eintauchen kann, wenn das Reisenden wieder einfacher möglich ist, oder ich will ganz schlicht gesagt wieder mehr in die Natur gehen. Das ist ja auch eine schöne Möglichkeit, wieder mehr in Kontakt zu sich zu kommen. Ich mache jetzt was ganz Spontanes. Ich weiß, dass du, dass für dich auch der Dialog mit dir selbst, also das ist jetzt nicht die Reise in ein anderes Land, aber die Reise nach innen von hohem Wert ist. Ich weiß, dass du meditierst. Ich weiß, dass dieser transzendente Austausch, der spirituelle Weg, frei von jetzt von bestimmten Religionen, sondern einfach dieser gute Kontakt mit dem Sein wichtig ist. Und ich weiß auch, dass du wunderschöne Meditationsimpulse weitergibst, so wie wir das auch machen bei uns im Mitgliederbereich, weil wir auch sagen, die gute Kommunikation wird natürlich getragen von meinem inneren Dialog. Ja, das ist ja klar, weil es kommt nur raus, was halt auch drin ist. Und ich frage dich einfach ganz spontan, ob du Lust hast, unseren Zuhörerinnen für ein paar Minuten einen kleinen Meditationsimpuls zu geben. Ja, also Meditation liebe ich und ist auch ein ganz wichtiger Teil meines Lebens. Gerade auch, sage ich mal, in Verbindung zur Mode ist natürlich das innere und das äußere Charisma sehr, sehr wichtig, miteinander in Kommunikation zu treten. Also ich kann mich von Stress befreien, wenn ich regelmäßig meditiere. Es kommt oft gar nicht mehr zum Stress und deshalb ist die Meditation auch etwas, was ein sehr, sehr wichtiger Lebensinhalt von mir ist und ich auch unheimlich gerne an andere Menschen weitergebe. Deshalb sehr gerne machen wir eine kleine Mini-Meditation und da unser heutiges Thema eben auch das Charisma ist, gucke ich, dass ich jetzt hier für alle, die uns gerade zuhören, mal das innere Charisma aktiviere über so eine kleine transformierende Mini-Meditation. Ja, je nachdem, wie du gerade sitzt oder wo du bist, würde ich einfach vorschlagen, du kannst zwei Grundhaltungen einnehmen. Entweder du setzt dich hin, das kann auf dem Stuhl sein oder im Schneidersitz. Und da legst du einfach die Handflächen auf die Oberschenkel nach oben. Oder du legst dich auch ganz gemütlich hin und legst deine Arme neben dich ausgestreckt mit den Handflächen nach oben, damit du Energie empfangen kannst. Und dann fang jetzt mal ganz gemütlich und ruhig an zu atmen.
Ein und aus, tief in deinen Unterbauch. Guck mal, dass du mit der Atmung tief in den Kontakt mit dir selbst kommst und in dich hineinfühlst. Wie geht es dir gerade? Spür mal, dass du in den Genuss deines Körpers kommst und spürst, was für ein Wunderwerk, was für ein wundervolles Wunderwerk, ein göttlich erschaffenes, physisches Wunderwerk an Kraft das auch ist, worin du dich da befindest, worin du hier gerade inkarniert bist mit deiner göttlichen Seele. Und dann spüre jetzt einfach mal, wie eine prickelnde Energie, eine schillernde, glitzernde Energie durch deine Schädeldecke, dein Kronenchakra ist, durch dich hindurchfließt. Und diese Energie ist jetzt glitzernd, aktivierend und prickelnd. Und diese Energie fließt durch deine Augen, lässt deine Augen strahlen, auch wenn sie jetzt geschlossen sind, schaffen sie eine Verbindung zur Welt und lassen sie dich die Welt einmal neu erblicken. Sie lassen dich deine Welt neu erblicken mit einem ganz neuen Gefühl der Schönheit, der Kraft, der Zentriertheit. Atme jetzt weiter diese glitzernde Energie in dein Herz. Spüre, wie sie sich mit deinem wundervollen Herzen verbindet und mit deinem tiefsten inneren Sein. Und öffne jetzt dein Herz nach außen und nimm deinen Strahlen noch einmal mehr wahr. Spüre, wie dein Strahlen jetzt aus deinem innersten Sein kommt, nach außen dringt, sich mit der Außenwelt verbindet und du dich in jedem Einzelnen außen siehst und jeder Einzelne dich auch mit liebevollen Augen betrachtet, als seid ihr eins. Spüre deine Verbindung zu den Blumen, zu den Gewässern, zur Sonne, zur Erde unter deinen Füßen. Fühle, wie du eins bist und verbunden mit allem, was ist, mit den Elementen, mit dem Wind. Höre den Sound des Wassers. Spüre die Strahlen der Sonne, die dich wärmen. Ja, und eine innere Wärme in dir zum Strahlen bringen, die auch wieder dein Charisma und deine Haut zum Funkeln bringt. Ja, dies kann sogar einen verjüngenden Effekt auf deine Zellen haben. Ja, spüre, wie nun die Energie sanft durch deinen Körper fließt, nochmal all dein Sein berührt, deine Zellen. Spüre, wie deine Energie und dieses wundervolle Glitzern durch deinen Unterbauch fließen, in das Wurzelchakra, durch deine Beine, durch deine Füße, tief ins Herz der Erde dringen und dich noch einmal ein Stück weit mehr mit der Erde verbinden und dich ankommen lassen, ganz in deinem Körper. Selbst wenn du nicht zufrieden bist mit manchen Stellen deines Körpers, so fällt diese kleine Unzufriedenheit von dir ab und wird ersetzt durch ein liebendes Gefühl zu dir selbst. Spüre, wie du von allem geliebt wirst, was dich umgibt. Spüre, wie es einfach nur wichtig ist zu sein. Und nimm noch einmal mehr wahr, dass du jederzeit die Wahl hast, dich neu zu definieren und neu zu erschaffen. Und komm dann sanft ins Hier und Jetzt zurück. Vielleicht streckst du dich, schüttelst dich, bewegst deine Hände und Füße und öffnest auch sanft wieder die Augen und kommst ganz ins Hier und Jetzt zurück. Willkommen zurück in deinem wunderschönen Körper im jetzigen Augenblick. Und mein Glückwunsch, dass du dich jetzt hier auf diese Meditation eingelassen hast. Es wird auf jeden Fall dein Charisma ein Stück weit mehr zum Strahlen gebracht haben. Dann bin ich jetzt mal gespannt, wie dir dein Außen demnächst begegnet und wie du dich in deinem Körper fühlen wirst. Liebe Ruth,
So schön. Ich bin hier jetzt wirklich ein bisschen weggedöselt. Ich merke, ich bin selbst ja auch jemand, der sehr viel und sehr gerne meditiert, aus ganz verschiedenen Gründen auch und so. Für mich gehört das dazu, wie Zähne putzen und meinen morgendlichen Kaffee genießen. Sehr gut. Dieser Kontakt zu mir ist wichtig und ich höre auch immer wieder, wenn ich selbst meditiere oder wenn ich einer Meditation folge, dass die Worte mit Bedacht gewählt sind und das bestärkt mich in dem, was wir tun, dass nämlich Worte auch eine innewohnende Kraft haben, indem sie Bilder und Emotionen aktivieren. Ich habe total Lust, liebe Ruth, in diesem Monat noch ein bisschen mehr mit dir zu machen. Also vielleicht können wir noch was über Bild oder Bewegtbild hier in dieses Monatsthema mit reingeben und ich werde auf jeden Fall auch deine Webseite, deine Sachen hier gerne weitergeben, damit die Zuhörerinnen und auch die Zuhörer sich vielleicht schon ein bisschen mehr zu dir und zu dem, was du tust, inspirieren. Ich finde es großartig und ich sage dir ein ganz herzliches Dankeschön dafür, dass wir das doch relativ spontan miteinander hier gemacht haben. Ja doch, so das ist für mich Kommunikation, lebendige Kommunikation. Nicht alles super perfekt, aber von Herzen und mit Leben gefüllt und mit Zuneigung zu Menschen, die sich für dieses Thema eben auch interessieren. Super gerne, liebe Sandra. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Es ist sehr inspirierend, auch was du tust. Bitte mach weiter so. Es ist so wichtig, die Kommunikation zu pflegen und auch Menschen, die daran interessiert sind, ein Stück weit mehr auf den Weg zu helfen, ja, und da noch tiefer zu gehen, noch schöner und bewusster zu werden. Das finde ich ganz großartig. Vielen Dank dir dafür und schön, dass ich heute hier dabei sein durfte auf deinem Podcast. Bis ganz bald. Danke, liebe Ruth. Und an euch alle hier in die Runde. Ihr hört jetzt noch das schöne Outro von Marlene. Und wie immer ist es so, gebt uns Rückmeldungen, schreibt was in die Kommentare rein. Lasst uns in Austausch gehen. Das jedenfalls war nur der Anfang dieses Monats. Wir mit Charisma und Ausstrahlung. Und ich freue mich mit meinem Team natürlich auf jeden Austausch und sehr viel Charisma, Magie und Ausstrahlungskraft. Macht's gut, bis ganz bald, eure Sandra. Das war eine Folge des Sprachgut-Podcasts, dein Podcast für eine stärkende und achtsame Kommunikation. Das Interview mit Ruth ist Teil unseres Monatsthemas Charisma und Ausstrahlung in unserem Mitgliederbereich der Sprachgut-Profi-Welt. Hier bekommst du jeden Monat einen neuen kleinen Kurs mit einem Thema rund um die Welt der Kommunikation und positiven Psychologie. Falls du jetzt neugierig geworden bist, dann findest du den Link zur Profi-Welt in den Shownotes. Dort findest du auch den Link zum Modelabel Rita Lagoon von Ruth. Wir freuen uns, wenn du uns auf Instagram besuchst oder auf Facebook. Auch die Links findest du in den Shownotes. Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen und freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Bis dahin, alles Liebe, dein Sprachgut-Team.